Willkommen zum zweiten Teil meines Tutorials für das SEO-Plugin Rank Math für WordPress, mit dem ihr eure Website so optimieren könnt, dass Google genau versteht, worum es auf eurer Website geht. Das sollte euch bessere Platzierung und damit auch hoffentlich mehr Traffic auf eure Website bescheren. Im heutigen Video gibt es den Überblick über die Rank Math Module und einen detaillierten Blick auf die allgemeinen Einstellungen, die ihr in Rank Math vornehmen könnt. Los geht's! Im ersten Teil des Tutorials habe ich euch ja gezeigt, wie ihr Rank Math installiert und die initiale Konfiguration durchführt. Danach seid ihr in der Tat prinzipiell schon startklar, aber bekanntermaßen sind ja nicht alle Websites exakt gleich. Daher könnt ihr in den allgemeinen Einstellungen von Rank Math noch viele Details festlegen, die für den Erfolg eurer Website entscheidend sein können. Und bevor wir aber dazu kommen, schauen wir uns zunächst einmal die einzelnen Module von Rank Math an. Was seht ihr jetzt nun, wenn ihr das Dashboard aufruft von Rank Math? Ihr habt verschiedene Module, die ihr zuschalten könnt oder deaktivieren könnt, ganz nach euren Bedürfnissen, die ihr auf der Website habt. Und die wollte ich mit euch jetzt zunächst einmal durchgehen, bevor wir uns danach nochmal hier die allgemeinen Einstellungen ansehen. Also das Ganze beginnt hier mit dem 404-Monitor. Das würde ich euch eigentlich für jede Form der Website empfehlen, weil ihr dann einfach einen Überblick habt, wenn Zugriffe auf eure Seite erfolgen, die auf einem 404 landen. Also das kann zum Beispiel ein Hinweis darauf sein, dass irgendwo im Internet ein veralteter Link oder ein falscher Link zu eurer Website herumflattert und den könnt ihr natürlich hier sehr gut erkennen und könnt dann entsprechend Gegenmaßnahmen ergreifen. Dazu kommen wir zum späteren Zeitpunkt. Advanced Custom Fields ist auf jeden Fall eine spannende Erweiterung für WordPress und ich weiß, dass sehr viele Nutzer von WordPress Advanced Custom Fields lieben und auch sehr gerne im Einsatz haben. Auf dieser Website hier habe ich es jetzt nicht im Einsatz, aber ihr könnt eben eine automatische Unterstützung von Rank Math für Advanced Custom Fields hier aktivieren. Ähnliches gilt für AMP, das ist ja diese Plattform von Google für eine schnellere und leicht reduzierte Darstellung eurer Website. Das ist insbesondere eben für Handys gedacht. Ich habe es bei mir jetzt nicht installiert. Wenn ihr es natürlich habt bei euch, dann solltet ihr entsprechend auch das Modul aktivieren. Die beiden nächsten Punkte hier sind für Plugins in WordPress. Wenn ihr die verwendet, dann solltet ihr natürlich auch das entsprechende Modul aktivieren. Wenn mich nicht alles täuscht, ist BBPress so ein Forum und BuddyPress ist so ein Mitgliederbereich. Können wir jetzt überspringen. Mit Image SEO habe ich mich jetzt ein bisschen beschäftigt. Ich aktiviere das jetzt mal, damit wir uns gleich mal ansehen können, was das bedeutet genau. Den Link-Counter, das ist auf jeden Fall sinnvoll, ich denke mal für jeden, weil dann einfach mitgetrackt wird, wie viele interne Links habt ihr, wie viele externe Links habt ihr auf der Website. Und dann können die auch sinnvoll ins Verhältnis zueinander gesetzt werden und dann kann euch Rank Math eben auch Empfehlungen geben, wie ihr das besser ausbalanciert. Local SEO, wenn ihr ein lokales Business habt, wie ja, ich ja auch zum Beispiel, mein Business ist zwar digital, aber ich bin halt nun mal in Köln und habe dementsprechend tatsächlich auch mehr Kunden aus Köln, deswegen finde ich, macht das mit dem Local SEO auch für mich Sinn, habe das aktiviert. Redirections auch auf jeden Fall nutzen, das ist ein sehr cooles Tool. Zum einen, wenn ihr Adressen von Beiträgen ändert, dann kann Redirections euch automatisch eine Weiterleitung dann eben einrichten. Und wenn ihr seht, ihr habt eben Probleme hier oben mit 404, wo war es, hier oben, dann könnt ihr hier Abhilfe schaffen, indem ihr einen Redirect setzt. Also diese Punkte hier würde ich durchaus allen empfehlen. Local SEO natürlich nur, wenn ihr auch ein lokales Geschäft habt. Das Schema Structured Data haben wir im ersten Teil auch schon mal kurz angerissen. Ich habe es aktiviert und finde das auch durchaus empfehlenswert. Hier kommt es aber auch wirklich stark darauf an, was ihr genau auf eurer Website präsentiert. Den Role Manager, da geht es ja wiederum nur um die Frage, wer hat Zugriff auf Rank Math in dem Fall oder auf die Einstellung. Wenn ihr eure Website alleine betreibt, muss euch das nicht interessieren. Search Console Anbindung, bei mir ist es eben die Google Search Console, aber es gibt auch noch andere Search Consoles, die ihr hier einrichten könnt, dazu kommen wir gleich. Die SEO-Analyse, die schauen wir uns im nächsten Video an, genauso wie Sitemap und auch die Google Web Stories. WooCommerce ist natürlich für all diejenigen von euch interessant, die einen WooCommerce Webshop auf der Webseite haben, da natürlich auch ganz klar die Empfehlung, dass zu aktivieren in dem Fall. Ich habe keinen Webshop,
Deswegen bleibt das Ding bei mir aus. Was gibt's noch vom Dashboard aus zu sehen? Ja, Hilfe überspringe ich jetzt mal. Da könnt ihr ja selber reinschauen, was an Support geboten wird. Den Einrichtungsassistent haben wir bereits im ersten Teil des Tutorials besprochen. Den brauche ich euch auch nicht zeigen. Also klickt euch einfach zurück zum ersten Teil, wenn ihr das sehen möchtet. Import-Export ist noch interessant. Was gibt es dort zu sehen? Wir haben die Möglichkeit, die Rank-Math-Settings zu exportieren und in einer anderen Webseite genauso wieder einzuspielen. Wenn ihr also mehrere Websites habt, die nach demselben Strickmuster gebaut sind, dann könnt ihr hier natürlich Zeit sparen, indem ihr nicht alle Settings immer wieder neu eingeben müsst, sondern die, die euch gefallen, hier immer wieder jeweils schnell importiert. Unter Other Plugins seht ihr Einstellungen, die aus anderen Plugins gefunden wurden, die Funktionen erfüllen, die RankMath nun für euch erfüllt. Ich hatte vorher hier Yoast SEO installiert, deswegen werden mir diese Punkte hier nochmal angeboten. Ich kann jederzeit nochmal neu importieren. Hatte ich aber schon getan, deswegen mache ich das jetzt an dieser Stelle nicht. Und unter Settings Backup könnt ihr einen schnellen Snapshot, wenn ihr Änderungen vornehmen wollt, vielleicht einfach nur fix einen Gesamtsnapshot von allem erstellen. Ich habe das mal hier gerade gemacht und könnt dann wieder eine Wiederherstellung hervorrufen, wenn ihr auf eurer eigenen Website quasi Änderungen testen wollt. Und irgendwas geht schief oder gefällt euch danach nicht mehr, dann habt ihr da eben immer eine Version, auf die ihr zurückgreifen könnt. Wir schauen uns jetzt genauer an, welche allgemeinen Einstellungen ihr vornehmen könnt und solltet, um RankMath perfekt für eure Seite abzustimmen. Wie ihr seht, ist hier auf der linken Seite eine ganze Menge los. Wir werden uns das alles jetzt mal im Detail anschauen. Bin schon ganz gespannt und setze mich erst nochmal richtig hin. Also, unter links dem allerersten Eintrag habt ihr zunächst die Wahl, die Basis aller Kategorien zu entfernen. Das heißt, normalerweise standardmäßig baut euch WordPress ja immer so einen extra Ordner in die URL mit dem Namen der Kategorie. Also steht dann da, keine Ahnung, meine Reisen, mein Essen, wie auch immer ihr eure Kategorien heißen. Das steht normalerweise fest in der URL. Hier könnt ihr festlegen, dass diese direkt entfernt wird. Also es kein extra Ordner mit dem Kategoriennamen gibt. Was ist hier meine Empfehlung? Nun, es kommt vor allem, denke ich, darauf an, wie groß eure Website angelegt ist. Zum Beispiel bei Electronic Arts früher, da hatten wir jede Menge Medien, wie Screenshots, Videos, Produktbeschreibungen und das ging schon in die Hunderte auf jeden Fall. Bei so etwas macht es meiner Meinung nach total Sinn, solche Kategorieordner beizubehalten, weil man auch einfach sonst komplett den Überblick verliert. Wenn ihr aber eine eher kleine Website habt mit Blogbeiträgen und ihr wisst, okay, die Zahl 100 bei den Blogbeiträgen, die werde ich noch lange nicht erreichen. Dazu habe ich auch keine anderen fixen Kategorien, die ich immer auf jeden Fall bedienen werde und die für mich total wichtig sind. Dann würde ich euch eher empfehlen, diesen Ordner hier verschwinden zu lassen. Wie ihr seht, habe ich das bei meiner Website auch getan. Nicht wirklich zwei Meinungen gibt es beim nächsten Punkt hier. Anhänge umleiten, das solltet ihr auf jeden Fall aktivieren. WordPress hat die Eigenschaft, für jedes einzelne Medium auch nochmal eine extra Adresse zu bauen, eine extra URL. Da ist dann nichts zu finden, außer dem eigentlichen Bild oder dem Medium oder was auch immer es ist. Ist nicht unbedingt sinnvoll, vor allem nicht für Suchmaschinen. Deswegen hier die klare Empfehlung, das weiterzuleiten auf den Beitrag, auf dem das Bild oder das Medium eingesetzt wird. Falls es doch einmal verwaiste Anhänge gibt, die nicht zuzuordnen sind zu einem Beitrag oder einer Seite, könnt ihr hier festlegen, wie die Umleitung, die Weiterleitung verfahren soll. Standardmäßig sagt man dann einfach, schicke die Nutzer, die sich auf diese Adresse verirren, einfach zurück auf die Startseite. Externe Links mit NoFollow habe ich schon im ersten Teil besprochen. Ich würde sagen, lasst das mal aus, wenn ihr jetzt nicht Leute voll spammen wollt mit irgendwelchen Links, die nicht ganz sauber sind, dann gibt es eigentlich keinen guten Grund, hier NoFollow zu setzen. Bei den Bilddatei-Links, ja, da ist natürlich die Frage, linkt ihr überhaupt auf Bilddateien, die außerhalb von eurer Website liegen? Ist ja nur bedingt zu empfehlen, weil man dann auch nicht die Kontrolle hat über das, was dort passiert. Ich habe es jetzt aus, könnte man drüber nachdenken, das zu tun. Wenn ihr aber eigentlich auf der sicheren Seite sein wollt, würde ich euch sowieso empfehlen, die Bilder selbst zu hosten. Öffne externe Links in einem neuen Tab-Fenster, habe ich auch im ersten Teil schon
erwähnt, ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich lasse das aus, aber wer das lieber mag, dass sich neue Tabs öffnen, der kann das natürlich aktivieren, hat sicher keine negativen Auswirkungen. Dann sind wir beim zweiten Reiter, Breadcrumbs. Breadcrumbs kennt ihr wahrscheinlich, ne? Das sind ja diese Pfade der Seitenstruktur, die angezeigt werden, damit ein Nutzer sofort sieht, ah, jetzt bin ich hier in der Struktur der Seite und kann auch wieder mich zurückklicken, zum Beispiel zur Startseite. Gibt einem auch einen ganz guten Überblick als Nutzer, wie so eine Seite aufgebaut ist. Wenn ihr diese einbauen wollt, dann müsst ihr an das Theme-Template eures Themes, also an den Theme-Editor, um genau zu sein, und eben dort dieses, wahrscheinlich ist diese Option hier leichter, Rank Math Breadcrumb einsetzen und dann entsprechend auch aktivieren. Wie ihr seht, habe ich das bei mir nicht getan. Das ist hier so ähnlich wie bei Yoast SEO und wird, soweit ich weiß, auch genau in der gleichen Form wie Yoast von Elementor unterstützt. Wenn ihr also Breadcrumbs haben wollt, dann habt ihr hier die Option, das zu tun. Bilder, ja, das ist diese Image-SEO-Modul-Geschichte, die wir vorhin gesehen hatten im Überblick. Es gibt hier die Option, fehlende Alt-Attribute hinzuzufügen. Wenn ich das jetzt mal aktiviere, dann seht ihr, dass die mit einem Schema quasi dann eingesetzt werden. Es wird also einfach hier zum Beispiel der Name einer Seite genommen und dann die Zahl, also Bild 1, Bild 2, Bild 3, Bild 4. Ja, da kann man sich jetzt selber überlegen, ob das eine sinnvolle Information für Google ist, wenn dann steht Neumann Digital Bild 1, Neumann Digital Bild 2. Das erklärt ja auch nichts. Deswegen bin ich da jetzt auch kein großer Freund davon, das zu automatisieren. Die Idee ist gut, aber da muss man schon ein bisschen cleverer sein, als einfach nur eine Zahlenreihe dann dahinter zu packen. Ihr habt hier alle möglichen Platzhalter, also ihr könnt da gerne mal versuchen, kreativ zu werden. Ich persönlich bin ein Freund davon, auch bei jedem Bild, was ihr einfügt, ein Alt-Attribut selbst hinzuschreiben, manuell zu verfassen und dabei vielleicht auch ein bisschen kreativ zu sein. Fehlende Title-Attribute hinzufügen, das sollte es eigentlich auch nicht geben. Also im Idealfall habt ihr nämlich einfach keine fehlenden Titelattribute für Bilder, so, sondern füllt die aus. Auch dann kommt man hier nicht in die Verlegenheit, über so einen Mechanismus die einfügen zu lassen. Also deswegen, das ist eine gute Idee, dass die nicht unausgefüllt sein sollten, aber diese Lösung würde ich halt nicht empfehlen, sondern hier ist Handarbeit eher vorzuziehen. Unter Google Webmaster Tools könnt ihr eben eure Google Search Console anbinden, andocken an euer Rank Math. Das ist sicher sehr hilfreich, eben, dass Rank Math auch die Informationen aus der Google Search Console sehen kann. Es gibt aber auch noch weitere Webmaster Tools, die ihr anbinden könnt, wie Bing, Baidu, Alexa, Yandex, Pinterest. Vielleicht für den einen oder anderen tatsächlich ganz interessant, dass man hier auch das Pinterest-Konto entsprechend verknüpfen kann, und den NortonSafe Web Verification ID, das sagt mir überhaupt nichts. Weiter geht's mit der Robots.txt. Könntet ihr natürlich selbst bearbeiten, braucht ihr aber gar nicht. Da ihr seht, wird dieses File direkt von RankMath SEO, von dem Plugin, administriert, und Änderungen, die ihr an anderer Stelle eben vornehmt, werden hier direkt von RankMath in die Robots.txt reingeschrieben. Das heißt also, nur wenn ihr die Robots.txt tatsächlich selbst erstellen und bearbeiten wollt und hier nicht möchtet, dass RankMath das übernimmt, dann solltet ihr hier eingreifen. Ansonsten lasst ihr das einfach so, wie es ist. Und unter andere hat man eben ja die SEO-Wertung, die man sich anzeigen lassen kann. Ist dann natürlich die Frage, wenn sie gut ist, klingt es vielleicht so ein bisschen wie Angeberei. Wenn sie schlecht ist, dann kriegt man vielleicht auch ein paar Meldungen oder wird in Frage gestellt, wenn man sich mit SEO beschäftigt. Ich weiß nicht, ich habe tatsächlich ein paar ganz gute SEO-Wertungen, aber dennoch möchte ich das eigentlich jetzt nicht öffentlich zeigen. Bisschen spannender ist halt hier mit dem RSS. Da kann man eben auch dafür sorgen, dass, wenn andere den RSS-Feed abgreifen und vielleicht auf einer anderen Stelle, einer anderen Adresse veröffentlichen, dass dann trotzdem klargestellt wird, dass der Beitrag zuerst auf eurer Seite erschien. Ne? Hier gab es, glaube ich, das schon als Vorgabe. Das habe ich, glaube ich, nicht selber eingetragen. Finde ich eigentlich ziemlich perfekt. Wenn ihr das so seht, dann lasst es einfach so.
Ansonsten seht ihr ja jetzt hier in dem Video, was ihr da eintragen könnt. Und hier unten gibt es nochmal eine Liste der verfügbaren Variablen. Also das ist eine durchaus sehr praktische Funktion. Die htaccess-Datei, das ist ja nun tatsächlich eher was für die Profis, die WordPress-Profis. Ich vermute fast, wenn ihr ein Profi seid und genau wisst, was ihr zu tun habt in der htaccess, dann schaut ihr dieses Video nicht, weil dann kennt ihr auch RankMath schon sehr gut. Auf jeden Fall, wenn ihr nicht wisst, was ihr da tut, Finger weg. Deswegen gibt es ja auch nochmal eine extra Warnung. Ihr solltet da dann eher über Plugins gehen, die entsprechend nur kleine Änderungen, Tweaks vornehmen oder ihr schaut genau, was ihr macht. Ich würde jetzt nicht hier reingehen und von Hand irgendwas schreiben, außer natürlich, ihr wisst absolut, was ihr da tut. Aber das kann eben, wenn es schlecht läuft, dazu führen, ein falsches Zeichen und eure ganze Website verschwindet. Der 404-Monitor, der ist spannend. Es gibt einen einfachen Modus und es gibt einen erweiterten Modus. Hier steht es auch erklärt, was der Unterschied ist. Der einfache Modus merkt sich eben nur Quelle, die angepinkt wurde, also bei euch die URL und die Zugriffszeit, während der erweiterte Modus dann eben noch mehr Protokolle behält. Zum Beispiel wichtige Informationen wie zum Beispiel die Refer-URL. Das heißt, damit könntet ihr theoretisch herausfinden, wenn irgendwo dieser fehlerhafte Link im Internet rumschwirrt, woher kommt der denn? Wenn ihr ganz viele 404-Fehler habt, dann können natürlich das Fehlerprotokoll hier ziemlich explodieren. Ist auch irgendwie logisch. Bei wenigen Fehlern hilft es aber, eben auf die Fehlerquelle zu stoßen. Ihr könnt ja auch im Protokolllimit einfach festlegen, wie viele Fehler 404-Aufrufe ihr mitprotokollieren wollt bzw. speichern wollt, bevor sie wieder gelöscht werden. Ihr könnt Pfade ausschließen, diese werden dann nicht von dem Monitor beobachtet. Alle Parameter ignorieren heißt einfach, der Teil, der nach dem Fragezeichen kommt, in der URL wird weggeschnitten. Das hilft euch auch, einen Überblick zu sehen, ob vielleicht eine URL gehäuft auftritt. Das seht ihr dann schneller. Dann gibt es hier noch den Reiter Search Console. Wir hatten ja eben schon die Webmaster Tools. Das ist aber hier nur für die Darstellung der Google Search Console in eurer WordPress-Installation, damit ihr da nicht hin und her switchen müsst. Also ich habe ja hier mein Konto bereits autorisiert. Der Sinn und Zweck ist einfach nur, dass ihr die Google Search Daten sehen könnt, ohne euer Dashboard in WordPress verlassen zu müssen. Bin jetzt nicht so der Fan davon, die Sachen immer zu importieren und dann in einem anderen Gewand nochmal darzustellen. Das heißt, ich schaue mir eigentlich immer direkt in der Google Search Console selber an, was dort für Daten aufschlagen. Der letzte Reiter hier ist der Reiter Weiterleitung. Das ist auch sehr wichtig. Den ersten, den lasse ich jetzt mal aus. Da muss ich auch gestehen, die Debug-Umleitung, wenn ihr nicht mit einer Debug-Konsole arbeitet, dann braucht ihr das auch nicht. Also ich habe das noch nie benutzt. Rückfallverhalten ist aber wichtig. Was soll mit den Nutzern geschehen, die auf eine 404-Seite stoßen? Da gibt es natürlich die Möglichkeit, die zurück zur Homepage zu leiten. Aber eigentlich ist es ja für euch auch interessant festzustellen, okay, gibt es vielleicht hier irgendwo eine Fehlerquelle, weswegen die darauf stoßen? Man möchte vielleicht auch nicht jeden Bot, der irgendwie mal randommäßig was anpingt, immer auf die Homepage leiten. Also eigentlich die Empfehlung hier, das bei Standard 404 zu lassen, auch um für euch eben ein besseres Verständnis für den Aufbau und die Struktur eurer Seite bezüglich des eigenen Traffics zu gewinnen. Als Umleitungstyp auf jeden Fall immer 301. Permanente Umleitung würde ich euch hier auf jeden Fall empfehlen, denn temporäre Umleitung hat man kaum und die anderen Umleitungen benötigt ihr nicht. Inhalt gelöscht wirklich nur, wenn ihr was endgültig löscht und nie mal wieder im Index sehen wollt, dann könnt ihr das aussuchen. Für fast alle Fälle ist jedoch die 301 permanente Umleitung die richtige Wahl. Und damit sind wir einmal durch die allgemeinen Einstellungen. Ihr seht, das war schon eine ganze Menge und deswegen habe ich mich entschieden, alles, was hier noch auftaucht, ins nächste Video zu verschieben, denn irgendwo ist es auch mal gut. Es ist heiß draußen und man will ja vielleicht auch noch ein bisschen die Sonne genießen. Wie ihr jetzt gesehen habt, RankMath hat so eine ganze Menge an Einstellungen, dass die gar nicht in ein Video passen. Nächsten Freitag geht's weiter und bis dahin geht raus, genießt die 38 Grad, habt Spaß, aber passt auch immer auf eure Gesundheit auf. Wir sehen uns dann zum nächsten Video am nächsten Freitag. Ciao.